Wenn eine starke Frau mit dir fertig ist, antwortet sie nie wieder. Du willst mit dieser Frau zusammen sein. Glaub mir, sie ist alles, was du dir jemals gewünscht hast. Aber Männer machen manchmal dumme Fehler. Männer sind sich manchmal gar nicht bewusst darüber, was sie haben, bis sie es verlieren. Und dann bedauern sie es. Dann wollen sie sie zurück. Dann kämpfen sie für sie. Aber leider ist es dann zu spät. Starke Frauen geben keine zweite Chancen. Es ist ja natürlich, Fehler zu machen. Leute vermasseln vieles und machen vieles falsch. Und das ist auch in Ordnung, denn niemand ist perfekt. Natürlich hast du das gute Recht, dein Leben so zu leben. Aber die Frage ist, ob du immer auf jemanden treffen wirst, der dir eine zweite Chance gibt. Warum kannst du nicht begreifen, dass die beste Beziehung deines Lebens mit der Frau sein wird, die unabhängig von dir ist? Anstatt es zu merken, während es geschieht, anstatt dir selbst einzugestehen, dass die Frau, die vor dir steht, das Beste ist, was dir jemals passieren wird, lässt du sie einfach gehen. Du verlierst sie und dann willst du sie zurückhaben. Aber anstatt sie gehen zu lassen, tu das Richtige und versuche sie zu behalten. Du wirst dir selbst einen Gefallen tun. Nach all den falschen Beziehungen bist du endlich in der richtigen. Du musst dir später dann keine Vorwürfe machen, weil du dir Mühe gegeben hast, dass sie bei dir bleibt. Ergreife die Initiative. Sei derjenige, der den Ball ins Rollen bringt. Wenn du sie magst, geh zu ihr und sag ihr, dass du mit ihr zusammen sein willst. Du wirst nichts erreichen, indem du dich hinter Mauern versteckst, sie nur aus der Ferne ansiehst und dir wünscht, sie würde als Erste zu dir kommen. Vielleicht würde sie das tun, weil sie selbstsicher ist. Aber du musst begreifen, dass starke Frauen sich von starken Männern angezogen fühlen. Früher oder später wird sie sehen, dass du nicht so bist, und sie wird gehen. Sie wird ihre Zeit nicht an eine Beziehung verschwenden, die keine Zukunft hat. Wenn du bereits in einer Beziehung mit ihr bist, dann sei von Anfang an ehrlich zu ihr. Tu nicht so, als wärst du etwas, was du nicht bist. Denn sie wird dich durchschauen. Du kannst ihr nichts vormachen. Sag ihr, was du von ihr willst und erwartest. Spiele keine Spielchen. Starke Frauen sind gar keine Fans von solchen Männern. Wenn du sie an deiner Seite haben willst, dann spiele nicht den Unnahbaren. Sie ist unabhängig und selbstbewusst genug, um einen anderen Mann fürs Leben zu finden, und sie braucht dich nicht. Du kannst an ihrer Seite sein. Du kannst ihre Liebe genießen und dein Leben in ein Märchen verwandeln. Oder du kannst das Gegenteil tun. Du kannst den Unnahbaren spielen und riskieren, sie für immer zu verlieren. Wenn eine starke Frau spürt, dass du dich von ihr distanziert hast, wird sie nicht lange warten, um herauszufinden, warum du es getan hast. Sie wird gehen und weitermachen, viel schneller, als du dich versiehst. Also zeige deine Gefühle. Starke Frauen haben mehr Respekt vor Männern, die ihr Herz auf der Zunge haben. Starke Frauen schämen sich nicht für ihre Gefühle und sie wollen, dass ihre Männer genauso sind. Zeig ihr deine weiche Seite. Zeig ihr, dass du nicht nur ein Macho-Typ bist. Sie möchte deine Tiefe sehen. Sie möchte fühlen und sehen, wer du wirklich bist. Starke Frauen erkennen die Warnsignale der Unsicherheit bei einem Mann und sie werden sich nicht damit abgeben wollen. Sie wollen keinen unreifen Mann, der ihnen vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Sie weigern sich, diese Art von Mann zu kennen, geschweige denn zu daten. Versuche sie nicht zu sehr zu beschützen. Wenn du versuchst, sie vor allem zu beschützen, wird sie niemals etwas selbst lernen. Starke Frauen laufen vor Herausforderungen nicht davon. Starke Frauen haben keine Angst davor, verletzt oder mit Schwierigkeiten konfrontiert zu werden. Sie sind sich bewusst darüber, dass wenn sie ständig jemanden an ihrer Seite haben, der einspringt und ihre Probleme löst, sie nicht in der Lage sein werden, mit ihren eigenen Sachen allein fertig zu werden. Also lass sie ihre Probleme selbst lösen. Lass sie ihr Leben leben. Sei dabei, aber versuche nicht, den Helden zu spielen,
denn sie ist ihr eigener Held. Behandle sie mit dem Respekt, den sie verdient hat. Starke Frauen betrachten Menschen in einer Beziehung nicht als dominant oder unterwürfig. Sie sieht euch beide als Gleichberechtigte an. Sie behandelt dich auf die gleiche Weise, wie sie jeden behandeln würde, den sie mag. Sie wird dich respektieren, weil sie sich selbst respektiert. Also erwartet sie dasselbe von dir. Sie möchte einfach so behandelt werden, wie sie es verdient. Sie möchte genauso behandelt werden, wie sie dich behandelt. Wenn du sie behalten willst, dann respektiere ihre Grenzen und zwinge sie nie etwas zu tun, was sie nicht will. Und reduziere deine Bedürftigkeit. Wenn du zu schwach für sie bist, wenn du viel verlangst und wenig zurückgibst, wird sie dich gehen lassen. Sie wird ihr Leben nicht an einen schwachen Menschen verschwenden, der nicht in der Lage ist, für die Dinge zu kämpfen, die er braucht, und nicht fähig ist, alleine zu leben und sich durchzuschlagen. Sei also nicht total bedürftig, wenn du eine starke Frau behalten willst. Du musst ein Mann sein, der größer ist als sie, wenn du willst, dass sie dich liebt und respektiert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.